Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Thomas Klein, Experte für die Digitalisierung B2B, B2C, komplexe Geschäftsprozesse in primär produzierenden Gewerbe, aber auch Handel und auch Dienstleister, so ab 1 bis 2 Millionen Euro Umsatz aufwärts. Also wenn du dich angesprochen fühlst, dann bleib auf jeden Fall dabei. In diesem Video geht es um das Thema Digitalisierung. Manche können das Wort schon gar nicht mehr hören und einige IT-Leiter, die ich kenne, zum Beispiel, und ist auch sehr verständlich. Aber es ist nun mal ein wirklich, wirklich wichtiges und für viele Unternehmen lebensnotwendiges Thema, wenn wir gleich noch dazu kommen, warum das so ist. Also auf jeden Fall dranbleiben. Ja, meine These oder meine Überschrift von dieser Präsentation, kurzen Präsentation, es wird maximal 10 Minuten dauern, also ich verspreche es, nicht länger, ist herauszufinden mit dir gemeinsam, was es bedeutet für den deutschen Mittelstand. Also wie gesagt, typischer Mittelstand so ab 1, 2 Millionen Euro Umsatz, 50, so ab 50 Mitarbeiter aufwärts. 2022. Wenn man das Thema Digitalisierung zum Beispiel im Vertrieb, aber auch in anderen Bereichen vernachlässigt. Ja, da kommen wir jetzt dann gleich noch zu einigen Cases. Ja, hier erstmal aus einer Quelle von Statista, das ist eine sehr beliebte Quelle, die ich auch mal wieder gerne nutze, eine kleine Hochrechnung, ja, und zwar der Anteil von abgeschlossenen Digitalisierungsvorhaben in kleinen und mittleren Unternehmen. Da solltest du dich jetzt angesprochen fühlen, ja, wenn nicht, dann ist die Präsentation nichts für dich, dann kannst du gerne abschalten. In Deutschland nach Arten. Ja? Und da siehst du ganz eindeutig, dass letztendlich bei Digitalisierung des Kontakts zu Kunden, das ist auch einer meiner persönlichen Spezialgebiete innerhalb meiner Firma, ungefähr bei 55%, auch wahrscheinlich jetzt durch die Corona-Krise bedingt, na, weil man eben dann remote und einfach nicht mehr so viele oder überhaupt gar keine Besuchstermine mehr machen kann und so weiter, etc. pp. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass 45% zu diesem Zeitpunkt, also wir schreiben das Jahr 2022, noch nicht vollends digitalisiert sind, was die Kundenanbahnung, ja, Digitalisierung des Kontakts zu Kunden und zu Lieferanten betrifft. Und das ist schon, sagen wir mal, ein kleines Alarmsignal. Und da gibt es doch einige Firmen, die es nötig haben, die hier Aufholbedarf haben nach wie vor. Und man sollte wirklich, ja, aufs Gaspedal langsam mal treten. Somit hier mein Aufruf an alle deutschen Mittelständler, die hier noch, sagen wir mal, ein bisschen hinterherhängen. Denn, und das ist ganz, ganz wichtig, das Thema Digitalisierung, wieso manche Themen in der IT-Welt hat ein Verfallsdatum. Das heißt, wenn du innerhalb der nächsten paar Jahre, ich würde mal sagen innerhalb der nächsten 2 bis 3, maximal 4 Jahre, es nicht schaffst, dich komplett zu digitalisieren, zum Beispiel in der Kundenanbahnung oder im Kontakt mit deinen Zulieferern oder Erneuerung IT-Strukturen, neue Anwendungen oder auch im Bereich der Produktion, da ist es natürlich noch ein bisschen komplizierter, komplexer. Bei produzierenden Gewerben, da so würde ich mal sagen, ist es vielleicht noch mal ein Time Horizon von ein paar Jahren mehr. Aber kurzum, diejenigen, die es verpassen werden, sich zu digitalisieren, die werden letztendlich vom Markt ausselektiert werden. Ja? Also da, es kann sein, wenn du den Zug, wenn der Zug abgefahren ist, irgendwann mal wieder abgefahren sein, das heißt, hier ist ein Verfallsdatum drauf, dann wirst du irgendwann mal zu den Firmen gehören, die letztendlich ja vielleicht nicht mehr im Spiel ein Spieler vom Markt sein werden. Ich möchte versuchen, das mal möglichst diplomatisch auszudrücken. Ja? Wenn du zum Beispiel noch zu den Firmen gehörst, die immer noch irgendwelche Kundendaten auf Excel-Sheets verwalten und du hast aber bereits ein Team von 10 bis 20 Vertrieblern oder Sales-Mitarbeitern. Jetzt nur mal als Beispiel, kommen wir dann gleich noch zu einer Success-Story, wo wir erfolgreich hier mit gar nicht mal viel großem Aufwand, eine relativ kleine Firma mit 100 Mitarbeitern ungefähr, der ganze Aufwand, der war maximal 15 bis 20k Invest, also wirklich die Hebelwirkung war Faktor 25 und mehr, wo wir hier so mal sehr gute Arbeit geleistet haben. Also, so viel jetzt mal zu den Statistiken. Hier mal ganz kurz, ob du dich hier wiedererkennst.
Und wenn ja, dann einfach dranbleiben, es lohnt sich. Hast du einen Schmerz in deiner aktuellen IT-Landschaft und willst diesen lösen? Also wenn du dir bereits bewusst bist, dass du einen Schmerz hast in deiner aktuellen, in den Prozessen, in deiner IT-Landschaft, in deinen Applikationen, die du eben entweder vielleicht schon verwendest, aber noch sehr ineffizient sind. Und hast aber keine Lust. Das heißt, du bist einfach jetzt noch nicht einer von diesen Big Playern und hast einfach keine Lust, Zehntausende von Euro oder Tausende von Euro Lizenzkosten zu bezahlen, wie zum Beispiel für Salesforce, SAP und so weiter. Ne? Das ist eben einer der Brennpunkte für Mittelständler, sagen wir mal, alles, was weniger ist wie 50 Millionen, weniger als wie 20 Millionen, definitiv sind Lizenzkosten ein Riesenthema. Ja? Du bist halt nun mal noch kein Milliardenunternehmen, ja. Und da ist es eben ein wichtiges Thema. Also auf jeden Fall dranbleiben, weil wir haben eine Lösung dafür. Es herrscht Chaos in deiner Datenverwaltung, Kunden, Produkt, Waren, Lieferantendaten, egal, you name it. Ich sehe das fast täglich, immer noch, leider. Du verwaltest immer deine Daten über Excel-Tabellen. Immer noch, also das ist natürlich immer noch ein teilweise wirklich. No, da hat sich in den letzten 20 Jahren bei manchen Unternehmen immer noch nicht sehr viel getan, ist immer noch der Fall. Deine Mitarbeiter arbeiten remote und jetzt über die Corona-Krise natürlich auch zwangsläufig und das ist auch nicht mehr so leicht rückzuabwickeln. Und die Leute, die Erwartungshaltung, wir haben einen Arbeitnehmermarkt aktuell, das heißt, es gibt mehr Arbeitnehmer so als wie gute Jobs und die haben auch so mal ein Stück weit ihre Erwartungshaltung geändert. Ne? Die wollen Remote und das bedeutet, du musst dich einfach zwangsläufig auch darauf digital einstellen. Und wenn du es nicht tust, dann kann sein, dass deine Kommunikation, deine Prozesse, wenn die nicht richtig aufgesetzt sind, dass es einfach eine Katastrophe ändert. Kurzum gesagt, blank gesagt, deine Leute performen nicht, du hast keine Kontrolle. Es herrscht keine Effizienz, du hast den Überblick verloren. Ja? Also ich sehe das sehr häufig, sehr viele Gespräche, die wir führen, wo das der Fall ist. Also wenn du dich hier wiederfindest, dann bleib auf jeden Fall dran. Was ist da unsere Lösung? Unsere Lösung ist das sogenannte Fünf-Phasen-Modell. Ich möchte jetzt nicht zu tief drauf eingehen, also nur noch maximal 3 bis 4 Minuten. Und wenn du eben Lust drauf hast, wenn du Bock drauf hast, dich da ein bisschen näher dann dazu mit befassen, dann biete ich dir sehr gerne am Ende des Videos einen Link an, wo wir uns dann mal eine halbe Stunde, eine Stunde irgendwie entweder zu deinen Business-Themen oder zu deinen technischen Themen oder beides kombiniert, biete ich dir ein kostenloses Erstgespräch an. Überhaupt kein Thema. Phase 1, so ist zum Beispiel unsere Vorgehensweise jetzt mal auf einer Meta-Ebene, also von der Vogelperspektive. Phase 1 ist die Analyse. Ja, also wie gesagt, wir haben erstmal so ein Erstgespräch. Da klären wir einfach die gemeinsamen Schmerzpunkte ab. Und wir hören einfach nur mal zu. Ja? Wir möchten einfach nur mal erstmal dich kennenlernen und deine aktuellen Schmerzpunkte, deine Herausforderungen etc. Phase 2 ist die Roadmap, also Schritt für Schritt. Wir haben Anforderungen erstellt und gehen dann sozusagen wir spielen mal auch gedanklich den iterativen Prozess durch. Ja? Das heißt, wir bauen sehr kurzfristige, also sehr kurzweilige Feedback Loops ein. Also mit anderen Worten, agiles Arbeiten. Ja? Ganz wichtig. Phase 3 ist der Zeitplan und das Angebot. Das heißt, wenn das alles steht, wenn wir genau wissen, wo ist der Status quo, ja, wie ist die Ist-Situation und wo wollen wir hin, was ist die Soll-Situation und in welchem Zeitraum wollen wir dahin, dann können wir sagen, das kostet so und so viel. Okay? Erst dann können wir das wirklich sagen. Aber in der Regel solltest du auf jeden Fall dich darauf vorbereiten, dass du mindestens mal 5.000 bis 10.000 Euro bereit bist zu investieren. In der Regel sind unsere Projekte zwischen 10, 15, 20 maximal. Es sei denn, es sind dann wieder größere Geschichten, aber das ist so der Durchschnitt. Also im Vergleich zu, sagen wir mal, großen Lösungen, die du kaufen musst und dann schon allein mal 10.000 Euro Lizenzgebühren hast, es rentiert sich auf jeden Fall, wenn du, wie gesagt, zum kleineren Mittelstand in Anführungsstrichen gehörst aktuell. Und ich weiß es aus vielen Hunderten von Gesprächen, dass das immer wieder ein großes Thema ist. Deswegen wiederhole ich mich hier auch gerne nochmal. Wir machen das Ganze, wir passen nicht nur individuell die Lösung an auf deine individuellen Anforderungen, sondern du musst auch dann nicht mal Lizenzgebühren zahlen. Phase 4, die Umsetzung. Die Phase 4 ist dann die Umsetzung, sozusagen grünes Licht. Nun geht es an die Realisierung und wir nehmen dich da natürlich mit. Wie gesagt, sehr kurzen Feedback-Loops
und du bist immer auf dem Laufenden, es herrscht völlige Transparenz. Dann Phase 5, Go Live, Fertigstellung nach circa schon 4 bis 5 Wochen in der Regel, manchmal noch kürzer sogar, sind wir dann so weit, dass wir Go Live machen können. Wir können natürlich dann auch noch, sagen wir mal, tangierende Themen mit dazu nehmen, wie zum Beispiel Hosting etc. Aber das finden wir dann eben alles in dem Erstgespräch oder auch in den Folgegesprächen dann heraus. Noch ganz kurze Side Note, ganz interessant für dich, auch im folgenden Use Case, den ich gleich noch wie versprochen zeigen werde, wo wir quasi für ein Tourismusunternehmen, das wirklich nicht gut gegangen ist in der Corona-Zeit, hier auch quasi den Vertrieb digitalisieren konnten mit 50% Förderfähigkeit. Das heißt, die haben letztendlich nur die Hälfte der Preis gezahlt. Ja? Also auch da beraten wir sehr gerne. Ja? Also hier die Erfolgsgeschichte, ein Use Case. Ich habe hier mal nur einen Use Case von wirklich von vielen, von Dutzenden von Use Cases, von Hunderten von Use Cases herausgesucht, weil ich das Video wirklich so kurz wie möglich halten möchte. Ich habe ja versprochen, maximal 10 Minuten, sind wir schon kurz drüber. Ablöse von Excel. Also wie ich es eben schon gesagt habe, es gibt noch Hunderte von Firmen da draußen, die leider, leider noch sehr stark damit zu kämpfen haben und sehr stark darunter leiden, dass sie nach wie vor alle ihre Daten verstreut haben, wie so ein Fleckenteppich, kann man sich das vorstellen. Ja, also ein riesiger Teppich mit lauter Flecken drauf. Und überall ist ein Häufchen sind ein Häufchen Daten. Und es gibt keine Möglichkeit, mal per Knopfdruck oder per Mausklick hier einen holistischen Überblick zu generieren oder eine Chart oder eine Dashboard, wo ich genau sehen kann, okay, das sind meine ganzen Kundendaten, so viele Außenstände habe ich noch, so viele potenzielle Kunden sind in meiner Pipeline, so viele Telefonate wurden geführt von meinem Außendienst, ja, so viele Kundenbesuche oder auch meinetwegen digitale Kundenbesuche, also über Zoom, über Teams und so weiter und so fort. Also ich bin nicht mal fähig, hier ein vernünftiges Forecasting zu erstellen. Das ist leider de facto so. Es gibt immer noch sehr viele Vertriebsteams, die einfach nicht kohärent und zentralisiert arbeiten. Ja, das ist sehr, sehr bedenklich, würde ich mal sagen. Auch im internationalen Wettbewerb, muss man ehrlich mal so sagen. Ja, sind wir in Deutschland noch sehr weit hinten teilweise. Teilweise schon sehr weit vorne, aber es gibt eben immer noch diese 45%, die haben eben sehr starkes Nachholbedarf. Und wenn du dazu gehörst und diese Herausforderungen ja hast, zum Beispiel in der Kommunikation, dass mehrere Leute gleichzeitig miteinander kollaborieren müssen, ja, du den Überblick gar nicht hast oder im Homeoffice sitzen oder quasi remote sitzen oder vielleicht sogar im Ausland oder wo auch immer, dann melde dich auf jeden Fall bei uns. Hier war es jetzt so, dass wir einfach die Lösung gehabt haben. Wir haben einfach hier schon die bestehenden teilweise Prozesse, die jetzt da schon vorhanden waren. Wenn sie nicht vorhanden sind, dann überarbeiten wir die auch nochmal gerne verwendet. Und deswegen ging es auch dann relativ schnell bis zum Go Live und haben das letztendlich dann noch zusätzlich verbessert und dann in die Software, die wir programmiert haben, dann mit eingepflegt. Und das Ergebnis war natürlich ein ganz wichtiger Step und Milestone in Richtung Digitalisierung für dieses, in dem Fall war es ein Dienstleister aus der Tourismusbranche. Und wie gesagt, 50% davon gab es sogar Förderung. Also besser geht's gar nicht. Ja, also den Preis nochmal halbiert. Also, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst durch all diese Themen, die ich jetzt gerade hier beschrieben habe im Einzelnen, wenn ich dein Interesse geweckt habe, dann bitte nutze doch einfach den Link, den du hier unter diesem Video finden wirst und trag dich ein für ein 30-minütiges, 60-minütiges, je nachdem. Telefonat hätte ich schon beinahe gesagt. Nein, das wird sogar ein Videocall, weil wir wollen uns einfach mal in die Augen schauen. Ja, vieles ist halt einfach auch eine Sympathiegeschichte und am Telefon ist eine Sache, aber sich dann zum Beispiel über Videocall nochmal in die Augen schauen zu können, ist nochmal eine ganz andere Sache. Und ich möchte dir zum Abschluss noch mitgeben, wenn du eines dieser Probleme oder ähnliche Probleme hast, die ich jetzt hier aufgelistet habe, fass dir ein Herz. Leide nicht unter der Prokrastination. Ich habe ungefähr 1000 Kundengespräche pro Jahr. Ungefähr, Pi mal Daumen, 1000. Ja, Pi mal Daumen, ein paar mehr oder weniger. Und ein guter Prozentsatz davon leiden unter dem Thema Prokrastination. Also, sie sagen letztendlich, das ist das typische Thema, dass sie sagen: Naja, ich weiß nicht genau, was morgen ist, also mache ich erstmal gar nichts. Und das
ist, oder ich weiß nicht, welche Entscheidung ich fällen soll, treffe ich erstmal keine Entscheidung. Und das geht mittel- bis langfristig geht es in die Hose. Denn selbst die Entscheidung zu fällen, keine Entscheidung zu fällen, ist eine Entscheidung. Und es ist definitiv immer die falsche. In diesem Sinne, dein Thomas Klein, ich freue mich auf der anderen Seite. Trag dich hier unten einem Link, im Kalendrilink, such dir einen freien Spot. Wir sind zwar teilweise sehr stark gebucht, also wenn du quasi jetzt nicht sofort einen findest, dann halt in 1 oder 2 Wochen. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Mich würde es wirklich sehr freuen. Wie gesagt, es ist völlig unverbindlich und kostenlos. Und wir haben schon Leuten wirklich ein Stück weiterhelfen können, allein in dieser 60-minütigen Session. Ja, und wie gesagt, alles Gute und bis bald. Dein Thomas Klein. Bis dahin.